Herzlich willkommen zu A Plague Tale Requiem. Requiem. Dieses Video wird gesponsert von Focus Entertainment. Kapitel 1, unter einer neuen Sonne. Wir spielen ein Third-Person-Action-Adventure im mittelalterlichen Frankreich, 1349. Irgendwie so. Und wir spielen das Geschwisterpaar Amicia und Hugo. Zwei Kinder, die hier offensichtlich gerade auf der Flucht sind. Oh weia. Mal sehen, wer das ist. Wahrscheinlich ein böser Magier oder so. Sträucher. Ah. Ihr seid zu schnell für mich. Entwarnung. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon. Das war eine sehr lange Reise heute. Bitte. Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Das kenne ich von Falco. Er braucht Auslauf. Das ist so. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Folge König Hugo. Ja, wir spielen ein sehr schönes, muss man wirklich sagen, sehr schönes, atmosphärisches, story-driven Spiel, was jetzt nicht die heftigsten, deepesten Mechanics hat. Wie die meisten der Spiele, die ich euch hier vorstelle. Nein, das geht eher ja, in eine Richtung wie so ein The Last of Us zum Beispiel. Ist seit dem 18. Oktober draußen. Guck, wie geil das aussieht. Seit dem 18. Oktober draußen für PlayStation 5, Xbox Series XS und dem PC. Link in der Videobeschreibung, solltet ihr es auschecken wollen. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Oh, weia. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Oh, dann weia. Schnapp ich euch, mhm. König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt. Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Drei, ich stehe euch bei, mein König. Verstecke dich vor Lukas, dem Heimtückischen. Schauen wir mal hier. Ja, ich denke, das ist jetzt so eine Art Tutorial. Natürlich verpackt in der Story, um ein bisschen auch die Charaktere kennenzulernen. Ich denke, das hier wird vieles des Gameplays sein. Hide and Seek. Und dann wahrscheinlich die Gegner hinterrücks ausschalten. Ja, wenn man sagt, dieses Spiel ist atmosphärisch und story-driven, etc., dann ist das eigentlich noch zu wenig, denn dieses Spiel ist auch insofern speziell, dass man halt Kinder spielt im Mittelalter und die verlieren halt wirklich gerade in diesem Teil dann wohl ihre Unschuld. Und das wird auch viel thematisiert, ne? Sie sind gezwungen zu töten, Dinge zu tun, die Kinder eigentlich nicht machen sollten, weil generell schwierig sind. Okay, jetzt haben wir ihn uns vor ihm versteckt. Jetzt sollen wir ihn erschrecken. Machen wir mal. Und der Clou ist so ein bisschen der Reihe, ist der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich tatsächlich nicht gespielt. Schlug aber damals ziemlich heftig ein, wie eine Bombe. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Okay, ciao, Lukas. Na ja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut. So, wir spielen hier weiter. Bis dann. Ciao. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Die Sprachausgabe ist wohl auf Englisch noch ein Tucken besser. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Erreiche die Burg. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Aber ich habe es jetzt mal auf Deutsch gelassen, auch einfach wegen der Barrierefreiheit, sage ich mal, wenn da jemand ist, der
ja, des Englischen nicht mächtig ist. So, wo können wir hier lang? Außenrum? Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Was? Nein! Tue ich nie. Ach du Scheiße. Ja, klar. Ja. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Oh, nein. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Ich werde nie Kinder haben, das ja, wäre mir jetzt schon viel Zauberer. Zu stressig. Wenn der sich packt, ist komplett vorbei. Ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Richtig. Komm jetzt ran. Hugo. Hugo! Wow. Alle. Oh, so das sieht schön. Halt echt so krass aus. Holy shit. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Performance auch, echt gut. Sie greifen uns an. Oh nein, und was jetzt? Wo sind Schiffe? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zurück auf seinen Posten, okay, Amicia. Sorry. Hinter den Zweig. Ja, hier. Zu Befehl, meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ah, jetzt lernen wir, mit der Schleuder umzugehen. Euer Land, mein König. Also, genauso wie, glaube ich, im ersten Teil sind wir mit einer Schleuder ausgestattet. Schieß, Amicia. Aber in diesem Teil werden wir auch ab und zu eine Armbrust haben. So, und ich hatte es eben angesprochen. Wo soll ich, was soll ich denn überhaupt abknallen? Hier oder was? Aber was soll ich abschießen? Da kommt die Armee des Zauberers. Ach so. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Zack. Ja, mach weiter. Aha, so ein bisschen. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Aim Assistant, schön. Genau, ich drifte immer ab. Ich habe eben angesprochen, es gibt in der Reihe einen gewissen Clou, sag ich mal. Gameplay-technisch, denn der Hugo ist nicht unbedingt ein normales Kind. Ich will es jetzt noch nicht spoilern für Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben. Vielleicht, wer ist denn das? Hallo. Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Nein, ja, spielen alle. Wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Gab's damals schon Kanonen? Naja. Ja, heftiger Katapult. Gut gemacht. Wir lassen sie nicht vorbei. Es sagt schon viel über das Spiel aus, sag ich mal, wenn das Tutorial so in der Art halt präsentiert wird. Ist halt, schon, ne, direkt ein bisschen liebevoller und schafft es irgendwie auch, dass man direkt mit den Charakteren halt sich so ein bisschen vertraut macht. Ich muss ja sagen, ihr wisst es auch, ich sag's auch immer wieder. Ich bin jetzt nicht der Gamer, der hier den ganzen Tag schön story-driven Spiele spielt. Sondern was ich ja vor allem liebe, sind so heftige Core-Mechanics, tiefe Mechaniken, wo man min-maxen kann und was weiß ich. Sowas liebe ich ja. Aber seltener spiele ich auch mal sowas. Und das heißt ja auch nicht. Nur weil ich jetzt eher auf dem Hof meines Vaters mit meinem anderes präferiere, ich muss gehen. Bis dann. Dass sowas nicht so toll wäre, ne? Ganz im Gegenteil. Es ist nur jetzt nicht, ich sag mal, durchschnittlich die Art von Spiel, die ich jetzt rauf und runter zocke. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. Aber ich denke, gerade bei euch gibt es natürlich auch viele. Du bist ein toller Kapitän. Die, und Tonor war toll. Ja, sowas das auch war viel spielen. Ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und der hat sich gerade ein bisschen merkwürdig vom Acker gemacht, ne? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders, ich weiß es. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Ist ja krass, dass man halt wirklich jetzt legit die ganze Zeit zwei Charaktere steuert, ne? Oh, erinnert mich ein bisschen an die Iceclavers. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt.
Also, ich weiß nicht, wie schlau das im Mittelalter ist, irgendeine leere Burg da als Kind reinzugehen, aber pff, schauen wir mal, ne? Kann schon nichts schief gehen, denke ich. Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Aufbrechen. Lass mal sehen. Rambock. Ah, sie ist verschlossen. Hm. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Ja, so geheim ist er jetzt nicht, ne? Naja, müsst ihr wissen. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Digga, das solltet ihr nicht machen, glaube ich. Ich bin da kein großer Fan von. Die Zauberer sind ganz nah. Wirklich? Oh Gott! Sister, fängt's nämlich an! Bist du verletzt? Nein, aber... Mach keine Scheiße! Ja, das reicht erstmal für heute. Für mich jetzt schon wie ein Kindergärtner. Amicia. Greif die Burg an. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Riechst du das? Hier wohnt wer? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Da geht's raus, oder? Durch die Ritze? Oder da durch die Tür? Probier mal die Tür. Ja, wie ich glaube ich schon sagte, es geht auch viel darum in diesem Teil wohl, dass die Kinder hier so ein bisschen ihre Unschuld verlieren und es sehr herzergreifend auch werden wird. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Ja, die das Bienen, sind Bienenstöcke. Die Bienenstöcke aber verbrannt? Warum oder? Sind sie verbrannt? Oha, hier keine die Ahnung. Lavendel wir auch hier, ne? Wir müssen hier weg, leise. Okay, wir gehen mal in die Hocke. Ja, können wir nicht einfach hier... ich weiß nicht, wo lang. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Okay. Keine Scheiße bauen, Kinders. Hier lang. Ach du Scheiße. Amicia. Ach du Scheiße. Hey! Was ist hier los? Ah, nein. Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Ich hab nichts hier geklaut! Wir müssen raus! Die Tür! Nee, hier, oder? Hier! Zack! Haha, Arschleckentür! So. Wir müssen einen Ausgang finden! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Hier, Y. Dann passt ihr nicht durch. Schnell! Geil, dass sie vorangeht. So. Runter, schnell. Runter? B, 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 B. Ist? Ja, okay. Moment. Oh, ich war nicht in der Hocke. Seltsam. Scheiße, ich war gar nicht in der Hocke. Bei den Kindern habe ich das nicht so erkannt. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Du Scheiße, was ist denn... Was soll ich jetzt machen? Okay, ich gehe mal in die nächsten Büsche. Ich find's geil, dass man jetzt so ein bisschen allein gelassen wird. Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Scheiße, Digga. Eieiei. Matthias, komm! Matthias! Übel erwischt. Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja. Hey, die wurden angegriffen oder was? Aber haben sich verteidigt? Und jetzt denken die... Aber warum wollen die uns Kinder umbringen? Was ist los mit denen? Ich kletter da mal rein, glaube ich. Warte mal, kommt hier von hinten wieder einer? Nee. Du Scheiße. Hier verstecken wir uns. Wo sind die nur reingeraten? Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Richtig. Gut. Hey, heul hier. Vorsicht. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Ja, okay. Ist schlecht, Matthias. Okay, die wurden echt angegriffen. Ist mir scheißegal. Ich... Er geht nicht weg. Was? Mach schon. Wie, du machst schon? Alter, wie gut das alles aussieht. Was? Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Du kannst Geschosse in der Hand werfen, um leiser zu sein. Ja? Du Spinner. Wähle mit dem rechten Stick werfen. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. Ich muss hier schleunigst weg. Achso,
So ein bisschen Auto-Aim oder was? Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Kann ich in der Hocke so ein bisschen. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Okay. Wir erzählen sie einfach nicht. Ab wir fahren Büsche. Sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Welches Kind macht sich jetzt Gedanken darüber, was Mama sagen wird? Du solltest doch. Ja, wobei. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Der ist richtig aggressiv. Tona! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Da hochklettern, oder? Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein. Hier lebt Tona. Vielleicht ist er noch weg. Ist das der Junge, mit dem wir gespielt hatten? Was ist denn, er prügelt die Scheiße aus ihm raus? Eieiei. Ja, ich glaube, wir können hier lang. Der wird sich jetzt nicht umdrehen. Vielleicht aber doch. Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Jana-Abfahrt. Okay, weiter geht's. Schnell in die Büsche. Haben wir bei Assassin's Creed gelernt. Das erste Mal. So, hier lang? Ja, ne? Nee? Versuchen wir es mal hier. Aha. Oh, jetzt kommen die Bienen. Das ist natürlich ungünstig, ne? Haben Sie die hier halt, warte. Um meinen Gegner abzulenken, der auf dich aufmerksam geworden ist. Was zur Hölle? Los geht's. Vollidiot. Ist der dumm. Er hat uns fast gesehen. Scheiße. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar. Ja, also ihr merkt jetzt, glaube ich, spätestens jetzt, ne? Ich muss ihn ablenken. Worauf das Spiel so hinausgeht. Oder hinaus will. Der versteckt sich hier irgendwo. Ja, ich glaube, da können wir zumindest bis an den Zaun ran, oder? Oder müssen wir ihn irgendwie... Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Was ist die hier, oder was? Y? Du hast einen Topf aufgehoben. Wenn ich den hinter ihn werfe. Richtig. Ich hätte... Ich denke die ganze Zeit, die abzuwerfen. Was so? Ich hab eine Axt. Pass bloß auf. Ach du Scheiße. Hä? Geh bitte dahin. Ich bin ein bisschen zu früh, hab mich ein bisschen zu früh in der Ecke gezeigt. Jetzt lauf schnell. Schon zum zweiten. Jetzt reicht es aber. Ich trau mich nicht. Ah, falscher Alarm. Wie beim ersten Mal. Zu rennen. War das gut? War das unnötig? Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Safe nicht, oder? Nein, abgeschlossen. Scheiße. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Wo? Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Oh, mir wäre es anders lieber. Hugo kann sich durch enge Räume zwängen. Halte LB gedrückt, und um verfügbare Optionen zu sehen. So, aber sei ganz vorsichtig. Digga, bau keine Scheiße, dass das klar ist. Bitte nicht entdecken lassen. Das leisere stöhnt er so. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, Hugo. Aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ouvre la porte. Sehr gut. Wo ist er? Oh, wenn sie sich umdreht, passiert es. Haben sie Tonor gefunden? Nee. Ich weiß nicht. Oh, wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Digga, wir müssen erstmal überleben. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. So, aber richtig. Vielleicht töten sie ihn auch. Das ist mir scheißegal. Er ist eh böser Magier. Ja, wie gut sieht dieses Game aus? Ich raste aus. Da lang? Oder links? A droite? Oder à la gauche? À la gauche, oder? À la. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Okay, hier sind ein paar Schweine. Katzin? Hör auf, bitte! Oh, oh. Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hör auf! Hugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier?
Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Quicktime-Event! Ja, der Dolch, stech ihn ab. Oh, sie macht wirklich. Oh, Digga. Ah, jetzt kommt das Gimmick, von dem ich gesprochen habe. Was heißt Gimmick, aber... Oh, der vibriert aber. Oh. Ja, der Ugo ist gar nicht so unscheinbar, wie man glaubt. So viel sei mal nur gesagt. So. Ich freue mich schon auf die Armbrust. Die hätte man da jetzt gut gebrauchen können. Naja. Ich hoffe, die hat dann Hugo. Ne? Amicia so mit der Schleuder und Hugo so. Puff. Hey, was ist das denn? Phönix oder was hier? Was ist das für ein Vogel? Ein Hahn? Nein, das ist ein Phönix. Ich glaube, das ist kein Phönix. Doch, oder? Das Ugo. Boah, Entschuldigung. Amicia? Das Ding jetzt meistens in solchen Spielen finde ich so Kindercharaktere oft sehr nervig. Wo sind wir? Aber hier geht's eigentlich Nein. voll. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Es war wirklich Warte. Warte auf mich. Aha, also ich denke mal, er träumt jetzt gerade, oder? Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Folge dem Vogel. Nein, bleib hier! Atmen! Atmen! Asthmaanfall? Hast du dein Spray dabei, Hugo? Mach keine Scheiße. Wo willst du hin? Jetzt renn doch mal ein bisschen schneller. Gibt doch also zweiter Gang oder so? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia. Ich schätze, Mama. Das ist jetzt Teil des Tutorials, wo wir sein Gameplay lernen. Ne? Amicia hatten wir jetzt, Vielleicht weiß er, wo sie sind. Hatten wir jetzt eigentlich, glaube ich, ja, alles so abgegrast, was es geben wird. Entlang. Also zumindest die, ne, die Grundlagen. So, und jetzt geht's wahrscheinlich um Ugo. Ugo! Was? Wo bin ich hier? Digga, wie sieht das Game aus? Amicia? Mama? Mama? Mir geht's gar nicht gut. Nein. Hey, was ist denn los? Seht ihr was, was es ich nicht sehe? Ach so. Bitte, bitte. Hör auf zu schreien und hilf mir. Immer so einen Hang dazu, sowas ins Lächerliche zu ziehen, ne? Ist natürlich höchst dramatisch. Oh, es wird langsam düster. Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh, weia! Zu schreien! Hugo, kämpf dagegen an! Hugo! Kämpfe, mein kleiner Gasso. Du bist so laut. Schon gut. Ich komm ja. Ja, wir müssen jetzt zur Trauerweide, wa? Sterbe ich jetzt? Gut, dass der keinen Joghurt in seiner Gürteltasche hat, ey. Ich
Erstmal ein Schlückchen. Nicht? Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Hat er nicht am Meer gestartet? Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Ja. Okay, haben wir jetzt doch kein Gameplay gelernt. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt so ein bisschen seine Fähigkeiten abchecken werden. Oder vielleicht gleich. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank. Also hat Skyrim auch angefangen. Und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia, es war eine lange Reise, Ingo. Wir sind alle erschöpft. Die Maman darf das nicht erfahren. Die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Okay, also es geht ein bisschen darum, Ugo zu heilen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Und uns verfolgte die Inquisition. Hoffen wir, dass sich unser Besuch mir fehlt ein bisschen der erste Teil, ne? Aber bisher vermisse ich das jetzt nicht. Also, ich fühle mich trotzdem abgeholt. Und sie kann alles verändern. Ja, vielleicht sollte ich mehr solcher Spiele spielen. Einfach mal, um abends ein bisschen abzuschalten. Und nicht immer tryhard zu müssen. Seid vorsichtig. Oh. Mal sehen. Oh weia. Das sieht nicht gut aus. Guten Tag. Wie die ist schon flexen mit den Waffen. Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Mach höher, mach höher! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Zeig dich! Meine Schleuder! Kann ich nicht von hinten X machen? Nee, ne? Weiter! Bleib unten! Lasst uns auch die Felder durchsuchen! Nein, 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 lass mal nicht machen. Achso, ja doch. Vorsicht, sie ist gerissen! Sie könnte jeden Moment auftauchen! Wir haben Gesellschaft! Sucht alles ab! Der Wagen! Sie brauchen dich! Öko braucht dich! Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Redet mit sich selber, aber irgendwie auch mit mir, ne? Ja, ich schaff das. Ah, hier, ich hab ja gelernt. Warte, ich hab ja gelernt. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. So, ich kann hier einfach rüber, ne? Hoffentlich sind sie tot. Wer ist tot? Entspann dich mal. Oh, dieser alte Kauz, ne? Der ist ja gemeingefährlich. Ich will auch so eine Axt. Oh, mach bitte keinen Laut. Schön, braves Zicklein. So, was geht hier unten ab? Okay, wenn er... Genau, der kommt jetzt hier nochmal hin. Wenn er sich umdreht, gehe ich weiter. Ne? Dreh dich um. Dreh dich um. Jetzt finde ich euch sicher. Okay, ich darf nicht sprinten drücken. Ich habe es gerade mal probiert, ob ich in der Hocke sprinten drücken kann. Der hat mich jetzt gesehen. Aber auch nur kurz, ja. Ja,
Yay! Was? Nein, nein, nein. Du brennst alles nieder! Was zur Hölle? Egal! Du hast meinen Sohn ermordet! Nein, nein, nein! Oh, shit. Okay. Das Haus! Ja. Guter Plan. Oh, Junge, ist aber trocken. Hat lange nicht geregnet, wa? So, jetzt aber Hechtsprung. Seemannskörper. Zack. Oh mein... What? Durch die Mauer? Oh shit, ja, Karma, Digga. Komm, mach auf hier jetzt. Hochklettern? Ja, genau. Ja, wobei, bei dem Brand auch nie so... Ne? Na los. Die anderen sind die Hügel runter. Sie leben noch. Der Wagen, meine Schleuder. Hol die Schleuder. Ja, sehr gut. Na los, ja. Zurück. Was? Schlagen. Okay, X gedrückt halten. Auf den Kopf zielen, dann können wir sie töten. Das habt ihr jetzt davon. Oh shit. Nächster. Oh! Und nochmal. Der hat mich jetzt einmal gehittet. Oh, Alter, seine Augen gerade. Ach du Scheiße. Ey, die bringt einfach alle um. Oh, der hat aber ein schönes Trinkhorn. Wo ist deine Schleuder? So, Uno. Alter. Die macht die ja komplett wet. Wet ass. Ich sag's nicht. So. Okay. Gut. Man hat später wohl auch so einen kleinen Talentbaum. Ja. Was? Schläfst du oben? Oder kann man ein bisschen skillen, so rauf man eher gehen möchte? Ach du Scheiße. Jetzt einfach was. Hat er mich getroffen? Alles sicher. Los jetzt. Ich glaube, er hatte mich getroffen. Kann ich die irgendwie looten oder so? Nee. Na, ich bin schon wieder ich. Okay, da können wir durchbestimmen mit Y. Hier lang, schnell. Ja, ist die Frage, wie stellen wir wieder Leben her, ne? Wirkt sie ihn oder schlägt sie ihn? Also dann kann sich das ja auch sparen. Naja. Hey, haben die das ganze Land angesteckt? Schnauze! So. Schön American Sniper Style, ne? Hugo! Er atmet noch! Es ist der Schock! Es ist vorbei. Alles gut. Hat sie das auch? Es ist alles gut. Habe ich das jetzt falsch erzählt? Sie hat das gerade so angedeutet, als ob sie diese Krankheit auch hat. Boah, schön Achievement. Kapitel 2, Neuankömmlinge. Boah, das ist aber auch warm hier heute im Sweater. Da bin ich auch selber schuld. So. Ja, das war ein heftiger Prolog. Falls man das jetzt so nennen konnte. Da war schon, ich bin jetzt schon drin. Krass, Alter. Ihr habt mit dem Spiel auch ungefähr so 20 Stunden Freude, sag ich mal. Ne? Ist ja immer so ein bisschen die Frage. Okay. Wie lange geht das Spiel? Ist es worth für das Geld? Und so weiter. Sind ja auch immer so Gedanken. Ansonsten, es gibt auch schon die ersten Tests. Solltet ihr da mal nachschauen wollen. Von unterschiedlichen... Muss ich was drücken? Nee. Von unterschiedlichen
ja, Portalen kommt, soweit ich das verfolgt habe, halt ultra gut an. Und ja, ich habe so eine Special Edition, die gibt es wohl auch. Mit so ein bisschen Skin für die Armbrust und so. Aber ja. Ich muss doch safe was drücken. Nicht? Naja. Ich hätte auf jeden Fall gerade gedacht, dass die Mutter stirbt in der Sequenz. Also, dass sie stirbt, aber man halt den Bruder rettet. So direkt höchst dramatisch reinstarten. Aber, ja. Wir haben es wirklich geschafft. Okay, jetzt sind wir in der roten Stadt. Ob die Leute hier nett sind? Haben die gesagt. Ob die Leute hier nett sind. Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ombrage. Ja. Toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Also, ich meine, liegt vielleicht daran, dass ich in letzter Zeit nur Indie-Games gezockt habe. Oder WoW oder so. Oder FIFA. Aber ich finde das Game so krass hübsch. Also, ich habe jetzt gerade auch mal ein bisschen so auf die Gesichter geachtet. Also, man muss ja auch bedenken, dass jetzt kein... Ist das ein Jahrmarkt? Kein... AAA-Publisher, ja? Also, danke. Das ist schon beachtlich, das Haus, ey, wirklich. Liegt im oberen Stadtteil. Krass. Du musst es ja auch immer so ein bisschen in Kontext bringen. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Ja, aber okay, eine Scheiße schon wieder. Jetzt reicht's aber langsam. Gefällt dir hier ja, ja, die Wassermelone angucken. Gefällt dir alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was Gut. machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Boah, da wird ein Huhn gerupft. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. Boah, nee, Mann. Oh, eine Ente. Servus. Hergehört, hergehört. Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen bin der ich hier richtig? Ausstellung morgen. Ah, ich habe so viel zu gucken, ne? Okay, ich glaube, ich bin nicht richtig. Oh. Hier lang? Oh, wir werden überholt. Okay, dann hier wahrscheinlich rechts. Wir sollen zu unserem Haus. Na gut. Hast du gesehen? Wir brauchen noch safe wieder, die Leute Scheiße. Hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Alter, heftige Teppiche. Schwerter. Willst du keins haben? Nein, ich mag sie immer noch nicht. Aber du weißt, wie man kämpft. Schwerter töten. Ja, deine Schleuder nicht, oder was? Naja. Probiert sie auch, Mademoiselle. Wie wär's mit einer neuen Frisur? Nein, lass mich in Ruhe. Danke, aber ich mag meine Haare so. Geh weg. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Ich versuche gerade einen Weg zu finden. Nee, das da sind ja nicht. Richtig hübsche Möbelstücke hier. Oh, was hier? So einen Schrank hatte ich auch. Y? Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Oh, dieser Wein. Aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Alter, der ist K.O. Oh. Oh, 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 oh.
Oh, weia, du. Ja, aber vielleicht reicht auch langsam, ne? Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Sieh mal, Blumen. Mein Gott, hast du jetzt noch nie Blumen gesehen, oder? Nicht nur an einem. Oh, Ringelblumen. Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Hugo. Wollt ihr also Blumen kaufen? Hugo. Danke, hier. Aber wir pflücken hier. Sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Hugo, Fuß. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. So, wo hier Wetterfahne? Klar. Frisch aus Korsika. Heute Morgen. Hier lang. Frisch aus Korsika. Hey, hier ist ja gut was los, Alter. Holy shit. Was macht er? Deo und Feuerzeug. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh. Wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Hier lang, ich mag oder? Es hier. Ich auch. Oh, da spielt jemand. Junge, was ist denn hier los? Oh, ich kann nicht sehen. Ja, hochheben. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, stark. Ist klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ich bei Electric Callboy. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Ja, fehlt die E-Gitarre. So, wollen wir weiter? Sie sind echt gut. Wie? Ich würde das gern ab. Hallo, es reicht doch jetzt. Steinschleuder? Schon? Ja. Mutter wartet sich ja schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Ich kann auch selber laufen, oder? Wie guckt er denn? Der hat doch richtig Bock an der Musik. Ja, also ist nicht jedermanns Sache, sag ich mal, ne? Die Leute hier. Sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Mhm. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Ich frag mich so ein bisschen, ja, was quasi in dem Spiel wie groß so... es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Wie soll ich sagen? Natürlich. Unser Feind wird, oder? Ne? Also so, vorhin wurde Inquisition der Tag angesprochen. War ganz schön lang. Weil irgendwann wird es ja eskalieren. Irgendwann bricht hier das Drama aus. Da ist die Wetterfahne. So. Ah, da ist er. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar. Wir brauchen frische Pflanzen. What the fuck? Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja. Ah, das wird nicht lange. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Mm-mm. Ich mag es hier. Das wird nicht von langer Dauer sein. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Entweder wird die Stadt angegriffen. Klar. Oder, keine Ahnung. Das ist unsere Tür. Inquisition trifft hier ein. Oh, sieht ruhig aus. Irgendwie wurde ja angesprochen, dass der Graf ein toller Typ ist. Vielleicht gibt es einen neuen dann oder er wird umgebracht. Wollen wir reingehen? Oder? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wo
Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Mich irritiert die ganze Zeit ihr Ellbogen. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Sicherheitshalber Schleuder. Ich weiß. Wir passen auf. Okay, wir sollen diesen... Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Finde wohl da. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Das ist dieser Alchemist, den die ganze Zeit finden wollen, ne? Oder treffen wollen. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Mhm. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Mhm. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Okay, Gott. Also die Makula ist wohl diese Krankheit. Da gibt's verschiedene Warum Stufen. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Ja, wahrscheinlich am ehesten auf dem Markt, oder? Bei dieser Kräuterfrau? Eine Stadtwache. Ich frage mal. Das ist auch gut. Hallo? Verzeihung. Wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Wisst ihr, habe ich ja gesagt. Vielen Dank. Weiter, weiter, weiter. Wir sprechen einfach die Frau an, die Gut, vorhin diesen Kräuter- oder Blumenstand müssen. Hatte. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Richtig, richtig, richtig. Da. Servus. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Beim Brunnen? Wo ist der Brunnen? Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Brunnen? Ah. Ist hier der Brunnen? Ja. Du hast eine braune Tunika. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Okay, das ist die Arena. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich... Ich spüre das auch. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Hm. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ach, da, ja. Oder was? Dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Hä, ist das nicht der gleiche Typ? Der Provence es so will. Das ist aber der gleiche Typ. Durch.
Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Nee, wir klettern rein, wir klettern rein. Pass auf, wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist deine Tür. Hier, siehst du, da hochklettern. Hier. Ja. Ja, die ist ja safe abgeschlossen. Bereit, das Gesetz zu brechen? Ja, jetzt go. Komm schon. Die geht einfach auf, krass. Okay. Wieder der gleiche Typ war. Ja, ich habe ja gesagt, irgendwas passiert. Aber wenn nicht, wäre auch weird, ne? Ja, sind jetzt in einer sicheren Stadt. Schön. Der Rest des Spiels einfach nur noch fischen gehen, angeln, ne? Zum Markt. Bisschen die Bude putzen. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Ach du Scheiße. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Der Biss? Der Biss? Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Wollte gerade sagen. Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Krasse Scheiße, Alter. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Und dann? Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Oh. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, zieh den heißt das... Aha. Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Hey, also man wird gebissen. Ah, ich habe so eine Ahnung von was. So, hoch da. Jetzt da drunter durch. Stimmt. Oh. Psst. Was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Oh, so ein Aufhutter. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Die Schleuder ist wirkungslos gegen Gegner mit Helm. Sei diskret und vermeide direkte Konfrontation. Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Ich sag ja, irgendwie Inquisition hier oder so. So, warte mal, Stein. Ja, verzieh dich nur. Oh, was haben wir da? Das gerade? Noch ein Topf. Den nehmen wir mal mit. Oh, da rein? Ja, gut, 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 gut. Was ist mit Dings hier? Kommst du nach? Sehr gut. Luft ist rein. Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt? Nein, dieser Vaudin weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Vaudin. Sie denken, er wäre Arzt. Na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Ich sehe ja ärmer als hier. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern. Machen wir so. Irgendwer findet ihn schon. Und dann da hoch, wenn er weitergeht. Die Frage ist, ob er weitergeht. Sag mal, der andere Dude ist doch gar nicht hier, oder? Ah doch. Huh. Ja, geh. Wäre krass, wäre ich jetzt stuck, ne? Und er ging gar nicht weiter. Ja, ich bin wirklich stuck, okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Oh, ein Geräusch. Sehr gut. Sehr gut. Très bien. Der andere Dude. Nichts. Der andere Dude ist nicht da, ne? Muss ich da hoch? Nee, ich muss hier runter.
Scheiße, sieht er mich jetzt? Da war was. Eindringlinge! Oh! What? War das ein Speer oder ein Armbrust oder? Okay. Alles klar, das war nicht so gut. Okay. Okay. Warte mal, den linken kann ich. Den linken kann ich doch killen. Der hat ja keinen Helm. Ne? Was war das gerade? So, pass mal auf. Oh, Scheiße. Bist du dir sicher? Ja, ja. Vertrau ja. mir. Absolut sicher. Ja, Digga, versteck dich. Was machst du denn da? Jo, komm hier. Ist das nicht? Oh nein. Ach du Scheiße. Oh, nice Wallhack. Sehr gut. Okay, der Junge scheint uns nicht zu verraten, glaube ich. Komm hierher. Scheiße. Oh oh. Was macht der denn da drüben? Kommt einfach noch ein anderer. So, jetzt komm mal her. Okay, machen wir nochmal neu. Ja, wahrscheinlich ist der am besten. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Oh. Okay. Das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Gut. Okay, das heißt, ich warte erstmal, bis er durch ist und der andere irgendwie hoch. Jo, der kam ja wirklich auf die Sekunde nach ihm. Holy shit. So, jetzt gehe ich durch. Wer, der dreht sich um, das wäre. Na ja, entspann dich. So. Ganz schön stressig hier. So. Da drüben ins Beet wäre nice. Ah, da steht er. Hm, ich kann da hinten das Ding abwerfen. Ja, vielleicht geht's auch so. Ja, es geht so. Gut. Oh, da oben ist noch einer. Alter. Ja, wir versuchen ja gerade... Aber jetzt bin ich ja wieder hier. Hey, warte mal. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, oder? Ich bin ja wieder jetzt hier hin. Ich bin wieder da, wo ich war. Bin ich dumm? Ach du Scheiße. Aber... Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht muss ich jetzt wieder raus. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass hier Soldaten sind oder so. I don't know. Offensichtlich kann man hier auch wieder hoch. Ja, aber... Ich bin ja hier da rein. Und ich habe mich auch schon an dem vorbei geschlichen. Also die Kinder wussten ja auch. Jo, an dem vorbei, dann wird schwierig mit wieder rauskommen. Ich glaube, ich muss da hinten halt irgendwo, da war ja die Treppe hoch. Keine Spur von ihnen. Kann mich auch da drüben umsehen. Nein, Scheiße. Ja, doch. Bastarde, ich weiß, dass ihr das wart. So, jetzt aber los. Okay. Jetzt, also immerhin sind die jetzt hier draußen, ja. Das heißt, ich könnte jetzt, glaube ich, hier drin relativ ungestört umhereiern. Hopefully. So. Jetzt nochmal alles auf Anfang.
Jetzt gehe ich da hinten hoch. Ich darf ja nicht aus der Hocke, ne? Die hören mich ja ultra weit. Also, war zumindest vorhin so. So, und jetzt... Hier! Siehste. Und rein. Sehr gut. Gut. So, wo lang jetzt? Ja, das stinkt. Ach, was zur Hölle. Ach, du Scheiße. Bitte nicht. Ach, du Scheiße. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Ach, du Scheiße. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber... Es ist nicht hoch genug. Ja, warte, wir werfen es ab. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Nicht hin. Bah, Digga. Los, schieb. Ja, los. Schieb, ich muss kotzen. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Hm. A Plague Tale. Vielleicht schon gehört. Schon so viele Tote. Ich verstehe jetzt nicht genau. Macht sie sich einfach nur Vorwürfe, die nicht rational sind? Sieh mal. Oder ich glaube, die haben die Toten gezählt. Werden die wirklich von uns irgendwie. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Also wie wurden die jetzt von uns infiziert? Nee, oder? Geht ja gar nicht. Oh. Jetzt habe ich ein Messer. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Das ist ja geil. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Doch. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Richtig. Na gut. Ich stech dich schön ab. Musst du wissen. Musst du wissen. Ja, vor allem, wenn die einen Helm haben. Ist halt schwierig, ne? Junge, einfach überall Leichen. Wo soll der hier sein? Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Oh, da oben jemand auch. Lust auf gewartenden Vogel? Bogenschütze, da oben. Ach du Scheiße. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. So weit komme ich. Vorsicht. Krass. Ich weiß, was ich mache. Heftig. So, die schneiden wir jetzt alle richtig auf. Ah, da ist jetzt noch ein Typ, der auch... Hat der einen Helm? Nee. Okay. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mit X... Oh, der hat auch keinen Helm. Nicht hierher, nicht hierher. Doch, ja, alles gut. Alles gut. Genau, der geht jetzt zur Leiche. Jetzt könnte ich den wahrscheinlich von hinten abstechen. We try. Mit X? Ah, scheiße. Stechen. Sehr gut. Den haben wir auch. So, drei ausgeschaltet. So einfach geht das. Mhm, da hinten geistert noch einer rum. Ja, das ist mehr mein Jam. Hier rein, oder? Okay, hier kann anscheinend auch wer reinkommen, sonst wäre hier nicht so ein Werkzeugkasten, I guess. Da irgendwie hoch? Geht nicht. Ah, da ist einer. Warte mal. Ich habe mit mehr Soldaten. Wir haben es fast geschafft. Ich brauche Schlaf.
Ja, dreh dich um. Ach du Scheiße, jetzt kommt der her. Das ist nicht gut. Wie machen wir das? Hier? Da hoch? Ah, ich glaube. Ja, wir müssen hier... Ach, guck mal, da hinten ist auch so ein Symbol. Hinten auf dem Turm. Krass. Ja, wir müssen hier unbedingt raus. Das geht ja gar nicht klar. Sie haben Wodor noch nicht gefunden. Er ist schlauer als Sie. Er ist allein. Irgendwann finden Sie ihn. Und dann ist Ygro verloren. Du hast recht. Okay, den machen wir weg. Schön mit dem Messer. Ich habe eben, als ich mich angeschlichen habe an den einen, da hatte ich zwei Optionen. X oder wahrscheinlich Y. Das habe ich verkackt. Ich bin nur von X ausgegangen. Aber das war dann mit der Schleuder ein Angriff. Y. Stechen. Habe ich nicht. Ach du Scheiße. Ich hab's gepackt. Wir wurden entdeckt. Scheiße. Ja komm, werde ich. Darf ich einmal? Ach du Scheiße. Okay, wir haben ein Problem. Yeah. Weißt du, wo wir sind? Nee, ne? Das Messer wird verbraucht. Das habe ich gerade. Ja. Das war ein Malheur. Au Français, ne? Kann ich da hinten reinwerfen gegen den Kasten? Warte, wir haben ja auch noch das. Oh, das geht aber nicht sehr weit. Ja, dann machen wir das folgendermaßen. Na, jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, aber ich warte nochmal. Okay, also der gelbe Pfeil zeigt an, wann der was quasi hört. Theoretisch können wir jetzt auch ohne vorbei, dann sparen wir uns das. Let's go. Ja, wobei, safety first. Das sind ganz bestimmt die. Nicht, dass der sich jetzt umdreht, während wir hier die Tür öffnen. Das wäre nicht so geil. Ja, sehr geschafft. Gut. Stimmt. Oh. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Deine Vorgehensweise beeinflusst die Entwicklung von Amicias Fähigkeiten. Siehst du, das meinte ich mit den Skilltree ein bisschen. Also, gezielter Stoß in Ratten. Da sitze ich gerade davor. Amicia achtet auf ihre Umgebung, wodurch sie Gegner im Nahkampf in Feuer und Ratten hineinstoßen und sofort töten kann. Ja, ich glaube, jetzt kann ich es mal sagen. Also, Ratten spielen einen großen Faktor. Weil ich weiß nicht, ob wir das heute noch sehen werden. Und man kann die auch beeinflussen. Also ganz viel wird später um Rattenmassen gehen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon 1000 Trailern gesehen und naja. Okay. Ja, dann machen wir das. Angriff. Klar. Amicia wird ihre drei Fertigkeitstypen abhängig von deinem Spielstil und den verwendeten Werkzeugen verbessern. Ja, ich habe doch gerade ganz schön viel gekämpft. Warum geht Raffinesse jetzt? Na gut. Okay, also kann man immer... Levelt automatisch, je nachdem, was man für einen Spielstil hat. Okay. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Der sieht irgendwie... Nee. Okay, ich glaube, wir gehen hoch, ne? Maschallah. Wie viele das sind. Ganz schön heftig. So, wo hoch hier? Ah, doch, hier? Ja. Bitte sag mir, dass es hier ist. Nee. Nee. Dann aber hier lang. Ah, jetzt sind wir oben. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das
ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja. Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Hä? Hier ist eine ganze Stadt nebenan und keiner weiß es? In der Arena? Hinter der Arena? Krasse Scheiße. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Eieieiei. Okay. Lukas! Oh nein. Oh, war ja klar. Oh je. Ich glaube, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Ich versuch's. Ja, okay, wir sehen sie heute doch noch. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Ja, gut, dass wir noch ein bisschen weiterspielen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Gut. Ja. Was, so jetzt? Oh Gott! Oh nee, wo lang? Aber hier ist Licht, ne? Ach du Scheiße. Wir sind sicher. Alles gut. Ach du Scheiße. Also ihr müsst verstehen, ne? Bleib nah bei mir. Ach du Scheiße. Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Ja. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Wegen Hugo? Oh, Hugo Spitz. So. Ja, dann arbeiten wir. Ach, das geht ja entspannt. Zur Seite, ihr Larrys. Boah, das ist disgusting. Ja, das sollte reichen. Aha. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm. Eine neue Fähigkeit, ja. Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja. Mein bitte Gott. Lass die Fackel nicht fallen. Ja, lass uns umdrehen, deine Sachen holen. Richtig gute Idee. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Richtig. So, Rinder. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ja, hier ist ja Gott sei Dank noch eine. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Achso. Der brennt schnell ab. Der brennt schnell ab? Oh nee. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Oh Gott. Streichholz, ja? Aber das da können wir doch anzünden. Wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Dann, ach, scheiße. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir wieder einen Stock. Ach, da. Ach, du Scheiße. So, weiter geht's. Das war eben ganz schön knapp, oder? Oder war das, weil ich... Wir müssen weiter nach oben. ...den entzündet hab? Vorerst. Vorerst. Oh Gott, der brennt aber gerade schnell ab. Hör mal. Oh.
Gut. Okay. Noch ein Feuerbecken. Immer wenn man jetzt die Leiter, oder? Immer wenn man direkt hier das Feuer entzündet hat. Was werfen? Wie werfen? So? Das Feuerbecken da oben. Nein, Amicia. Ja, was denn? Der wird, glaube ich, gerade gefressen. Die Höhe ist schon besser. Die Höhe ist schon besser. Sie geht so ganz entspannt oben lang. So. Oh, aber okay, die Safe Spots sind ja wirklich close, ne? So. Das. Ach so, da hoch, oder? Das Licht reicht nicht bis zum Leiter. Das Schloss an der Kette wird schwach. Ich sehe es. Ah, okay. Nee, nee, nee. Gedrückt halt. So. Schleuder. Das. Jawohl. Ja, sehr gut. Gehen wir schnell. Und hoch. Ah. Ich dachte, ich muss den Stock so vor die Fackel, vor die Leiter werfen, damit man die dann hoch kann. Ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Aber ich dachte, die können dann klettern. Schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Ja, Abfahrt, komm. Okay, die Soldaten sind nicht mehr unser größtes Problem. Très bien. Ach du Scheiße, ey. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Nur ist das dein Personal Trait? Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Und jetzt? Wo ist er denn? Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Hä, wo ist er denn? Noch ist alles gut. Ja, noch. Ach, da du hinten. Weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Ach so, der ist hochgeklettert. Okay. Hallo? Hallo? Ah. So, das heißt, ich muss mich jetzt zu ihm rüberarbeiten, ja? Dann Kusch. Drecksviecher. Alter, wie sich manchmal in den Ecken da so... Alter. Okay, hier ist eine Leiter. Da kann ich nicht hoch. Okay. Gut. Sollte reichen. Und jetzt? Da rüber. Nee. Ah. Erledigt. Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Ach so, muss ich wahrscheinlich. Ha? Okay. Oh, danke, aber ich brauche einen, der nicht brennt. Ist sicherer. Alles ja, klar. Dann hier. So. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Ja, das wäre ja wirklich mal besser. Also der hat ja wirklich. Der ist ja nicht so der Parcoursmeister, ne? Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Das ist echt so. Gehen so. Wir weiter. Jetzt kommen wir doch bestimmt hier hoch, oder? Hoch? Jawohl. Okay. Ja, wir müssen... Wir okay, Sonnenlicht. Alles klar. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Jetzt hilf doch mal. Kaum erwarten, Magister Boudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ist er auf der anderen Seite? Nee, okay. So, oh, hoch? Oh nein. Nee, runter. Schon wieder runter? Scheiße. Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Jetzt komm mal lieber in Wallung da. Also was trödelt der denn so rum? Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Die haben die richtig abgefräst. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Ah, da ist wieder was zum Entzünden. Das wird lustig. Was ist das? Schienen in der Wand. Du, was ein ist das denn? Aufzug. Elefant? Das könnte ein Weg hinaus sein. Verlasse. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja,
Waren die noch nie im Berliner Zoo? Hier oder? Liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Wobei, haben die da Elefanten? Zoo übrigens nicht so nice. Genauso wie Zirkus, wo wir gerade dabei sind. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Wobei, eine vor allem Schmiede. Zirkus. Eine Kurbel. Ne? Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Hm? Oh, wow. Oh nein, hörst du was? Oh nein, bitte nicht. Gut, wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, mach mal nein. Weiter. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Hä? Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Und die können hier nicht hochklettern, gut. Okay, jetzt sollen wir hier was finden, um das anzuzünden. Okay, Leute, ich würde hier erstmal Ende machen. Ihr habt, denke ich, sehr viel schon jetzt vom Spiel gesehen. Wie gesagt, falls ihr euch das holen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Ist für alle Plattformen verfügbar, also PlayStation, Xbox, PC. Und ansonsten ist alles gesagt. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.